Die Frage Nummer 15 der Kollegin Katja Keul. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Frau Kollegin Keul, Sie hatten gefragt, ob der Export von Patriot-Raketen nach Südkorea im Bundessicherheitsrat behandelt und nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz genehmigt worden ist. Beantwortet die Frage wie folgt. Zunächst muss ich darauf hinweisen, dass der Bundessicherheitsrat geheimtagt und seine Tagesordnung sowie die Ergebnisse in gleicher Weise eingestuft sind. Daher kann die Bundesregierung zur Frage der Behandlung eines Exportvorhabens im Bundessicherheitsrat nicht Stellung nehmen. Die weitergehende andere Frage, ob im vorliegenden Fall die erforderliche Ausfuhrgenehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz erteilt worden ist, die kann ich bejahen. Darüber hinaus gilt allgemein, dass die Bundesregierung über Rüstungsexporte im Einzelfall im Lichte der jeweiligen Situation entscheidet. Grundlage hierfür sind die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000 und der gemeinsame Standpunkt 2008-944-GASP des Rats der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 betreffen gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern. Es versteht sich und lässt sich erkennen, dass gemeinsam sich in dem Zusammenhang auf die Europäische Union bezieht. Ihre erste Nachfrage, Frau Kollegin Keul. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär Schmidt. Allein schon die Tatsache, dass Sie hier stehen und nicht das Bundeswirtschaftsministerium, um die Frage nach diesem Rüstungsexport zu beantworten, zeigt, in welche Richtung meine Frage ging. Ich wollte wissen, ob es sich hier um ein normales Genehmigungsverfahren hat, ein Antrag beim BAFA gestellt worden ist, das dann hochgereicht worden ist an die weiteren Ebenministerien und so weiter, oder ob es sich hier vielmehr um eine Genehmigungsfiktion handelt, wonach das Bundesverteidigungsministerium in eigener Zuständigkeit ohne weitere Ressortbeteiligung Kriegswaffen aus Beständen der Bundeswehr exportiert. Wenn Sie das bitte noch mal klarstellen könnten. Also die solche Fiktionen sind nicht Gegenstand oder Ursache meiner Präsenz hier. Ich bedanke mich, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass die Intention Ihrer Frage ja gerade wohl, wenn ich das erweitern darf, so haben wir es verstanden, auch um die Beurteilung der sicherheitspolitischen Situation in Korea geht und um die Frage, inwieweit hier auch bilaterale Zusammenarbeit im Bereich von Ausbildung und Rüstung besteht. Das nähert sich dann sehr nah unserem Ressort. In der Tat sind die Patriot-Raketen Gerätschaften, die im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung waren. Wir sind die einzigen in der Bundesregierung, die über Flugabwehrraketen verfügen. Und das impliziert aber nicht den Weg des Entscheidungsprozesses, zu dem ich das Notwendige gesagt habe. Vielen Dank. Ihre zweite Nachfrage hierzu, Frau Kollegin Keul. Dann muss ich jetzt noch mal nachfragen, ob bei der Genehmigung dieses Exports von Patriot-Raketen die anderen Ressorts, insbesondere das Auswärtige Amt, sowie auch bei sonstigen Rüstungsexporten beteiligt worden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wie sich das mit der Vereinbarkeit mit Artikel 26 Absatz 2 unseres Grundgesetzes verhält, das stets eine Entscheidung der Bundesregierung und nicht eines einzelnen Ministeriums verlangt. Ja, die Ausfuhrgenehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz hat zur Grundlage entsprechende Verfahren bzw. entsprechende Entscheidungen, die eingehalten worden sind. Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf die Frage Nummer 6.